So verlässt du mich also. Unsere Beziehung ist dir also nichts wert. Ja? Du brauchst nicht wegzugucken. Ja. Du brauchst nicht wegzugucken. Hör auf zu gucken. Entschuldigung. Jetzt muss ich abhauen. Ja, was? Jetzt, wo wir Sicherheitsabstand haben, kann ich ja ein bisschen aufmucken. Ja, was? Komm doch. Eben hast du noch eine große Klappe und jetzt? Ja, jetzt tust du so, als willst du es nicht hören. Immer dasselbe hier. Große Klappe und nichts dahinter. Wenn man hier abschmiert, dann hilft auch keine gute Besserung oder Rad zu fahren mehr. Oh. Mei, wie geil. Ganz kleine Bachfuß. Warum ich überhaupt einen Helm anhabe, hier diese ganzen Steine in den Bergen, wenn die Leute da oben runterrollen, einen kleinen Stein irgendwie ins Rollen bringen und er runterfällt, dann fällt er auf einen anderen Stein und dann gibt es so einen, ich weiß gar nicht genau, wie man es nennt, Domino-Effekt oder keine Ahnung. Und ja, kann man ruckzuck echt so einen riesen Brocken hier auf den Kopf kriegen. Deswegen ist es wichtig, dass man einen Helm anhat, auch wenn es scheiße aussieht. Ich finde immer, bei sowas sieht nicht scheiße aus, sieht einfach nur professionell aus. Deswegen gehört das auf jeden Fall dazu, für die Sicherheit. Ein bisschen steil. Wenn man hier mal auf einen losen Stein tritt, der locker ist, dann ist auch vorbei. So Leute, herzlich willkommen hier nochmal live aus Österreich auf der Alpinhütte. Wir waren jetzt gerade wieder den vorletzten Tag wandern, haben heute eine richtig, richtig geile Tour gemacht. Die war nicht so hart, aber war schon mega, mega anspruchsvoll. Und dann dachte ich mir, bei diesem Panorama, ja, mache ich doch erstmal ein kleines Video. Leute, einfach nur mega, mega geil. Und dann dachte ich mir, das T-Shirt habe ich vor ein paar Jahren geschenkt bekommen und habe es zufälligerweise mitgenommen. Dann dachte ich mir, komm, das T-Shirt war wahrscheinlich noch nie irgendwo in den Bergen in Österreich, dann muss ich das doch mal anziehen. Gibt nochmal so eine richtig geile Motivation. Und dann geht's weiter, Leute. Bleibt immer schön fit, sportlich aktiv und hier, auf AWI Sports. Bis dann.